Stefan Beutel, Harry? Ja. Sag mal hier, die Marketingfritzen haben mich gerade angerufen. Ja. Die haben eine Wahnsinnsidee. Was denn? Bringt aber richtig Kohle für dich. Für mich? Ja. Also die wollen Folgendes machen. Die haben irgendwie so den Etat von den Teletubbies. Kennst du die? Teletubbies kenne ich. Die haben irgendwie riesig viel. Die haben irgendwie den Etat neu ausgeschüttet und die wollen jetzt, dass einzelne Spieler für 40.000 Mark im Teletubby-Kostüm auflaufen. Wo müsste ich auflaufen? Beim Spiel. Du würdest das nur damit auflaufen zu den AC/DC-Rhythmen und dann wieder ausziehen. Und da sollst du 40.000 netto kriegen. Ja, also ich bin Leitersportler, machen wir schon. Ich müsste mit dem Teletubby-Kostüm aufs Spielfeld laufen. Ja. Aber die haben gesagt, der Spieler, der das macht, kriegt 40 netto. Ja, das würde ich machen. Jetzt beim nächsten Spiel gleich? Zeig dir morgen Bescheid. Jetzt ist natürlich die Frage, kennst du die einzelnen Figuren? Die heißen irgendwie Tipsy, Winky, Tinky, Lala und Po oder so ähnlich. Ja, irgendwie so heißen die, ja. Wer willst denn davon sein? Sag mir einen Namen, denn ich weiß auch nicht, wie die aussehen. Wen findest du am besten? Weiß ich nicht, wer da am besten ist. Tinky Winky oder such du den aus? Ich würde Po sagen. Po? Ja. Der Po hatte so einen komischen Namen. Ja, dann nehmen wir Tinky Winky, wie du willst. Tinky Winky, ja. Alles klar. Ruf mich morgen mal an. Ich ruf dich morgen an. Alles klar. Hey, also, du willst mich jetzt nicht verarschen, oder? Quatsch, Mensch, da. Kennst mich doch. Ja, eben drum. Nein. Gut. Dann rufe ich am besten nochmal an. Danke. Ja. Ciao.